Wir vermuten, dass der LKW Müll nach Osteuropa transportieren wird. Wohin genau? Um das herauszufinden, fahren wir hinterher. Damit wir ihn nicht verlieren, mit zwei Autos. Aber da vorne ist er, doch, da ist er. Es gab jetzt hier einen LKW aus Tschechien. Und der ist jetzt unterwegs auf der Autobahn. Und wir fahren mal hinterher und schauen, wohin die Reise geht. Was wir nicht ahnen, dieser Transport wird uns mitten hineinführen in die Schattenwelt der Abfallbranche, zu einer deutschen Firma, die in dieser Welt eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Und ihr seid direkt hinter dem oder habt ihr ein bisschen Abstand? Wir haben ein bisschen Abstand, ich würde mal sagen, 400 Meter oder so. Es sind ja von der Abfahrt nur 6 Kilometer bis zur Grenze. Nach nicht mal 20 Minuten Fahrt überquert der LKW gegen 9 Uhr morgens die Grenze nach Tschechien.